Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Rendezvous mit René Rumpold. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich freue mich trotzdem, dass Sie jedes Mal einschalten, wenn es heißt Rendezvous mit René Rumpold. Ich bedanke mich bei Christian und Eva Jeschko, dass Sie mir hier das Tschocherl im 15. Wiener Gemeindebezirk in der Wurmsergasse 42 zur Verfügung stellen. Ich freue mich, dass mir Emila und Robert Ebhardt diese Sendung angeboten haben. Ich freue mich, dass Peter, der hinter der Kamera sitzt heute, aber er filmt auch für Okto, nicht nur Okto heißt es. Okto. Bei Okto ist es immer die griechische Version, deswegen versuche ich es immer griechisch auszusprechen. Und der Peter Schönhofer sitzt, wie gesagt, hinter der Kamera. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen einen Ehrengast heute vorzustellen, nämlich Frau... Annette Liebinger. Nein, ich wollte dein Liebinger einmal richtig ausdrücken können, aber ich hätte es nie geschafft. Annette Liebinger. Ja, fast. Liebinger. Liebinger. Ja. Ah, Liebinger. No, bitte. Geht doch. Nein, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, heute Morgen bei mir zu sein. Und Frau Annette Liebinger, stimmt das? Ja. ist eine großartige junge Sängerin, mit der ich bereits zweimal auftreten durfte. Und im Rahmen von, also das war in Nordbayern. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen, weil du bist für mich eine großartige Sängerin, die sich wunderbar entwickelt hat. Kennen tun wir uns schon ein bisschen länger. Da war die Frau Liebinger noch, im Chor der Wiener, des Badener Stadttheaters. Damals noch Badener Stadttheater, glaube ich, oder wie hieß es nicht so, ich weiß es nicht, oder heute heißt es Bühne Baden. Und dann habe ich deine Karriere weiterhin verfolgt und freue mich einfach, dass es so weit weitergegangen ist mit dir. Wie geht es überhaupt zukünftig weiter, oder wie waren deine Anfänge? Ui, Anfänge waren schon ganz, ganz früh. Ich bin schon mit 3 auf der Bühne gestanden. Singen konnte ich nicht, aber tat ich furchtbar gern. Okay. Da habe ich gleich meine erste Frage, die ich an dich stellen möchte, die ich all meinen Kolleginnen und Kollegen stellen werde oder gestellt habe bislang. Als die kleine Annette, hat man dich als Kind Annette genannt? Genau. Ja, Annette Liebinger, dass ich es richtig ausspreche, sich überlegt hat, ich muss unbedingt zur Bühne, ich will singen. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ja, nur zu. Okay, gut. Ja, also sie waren ziemlich offen dafür. Ich glaube, sie auch wussten, dass sie relativ wenig Chancen haben, mich auf etwas anderes zu bewegen. Okay. Ja, sie waren selber nicht Musiker, sie haben nichts von der Musikerwelt oder Theaterwelt verstanden. Haben Kultur geliebt und selber viel gesungen, aber das war's auch. Und dann, wo ich so furchtbar gern nicht nur gesungen habe, ich habe alles Mögliche auf der Bühne gern getan. Und immer noch meine größte Leidenschaft ist einfach die Charakterentwicklung, ein bisschen einfach in einen anderen Leben reinzuschlüpfen und das zu Ausdruck zu bringen und Geschichten zu erzählen von diesen Menschen. Und als du Soubrette wurde irgendwann ein Sopran. Ja, das ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich passiert. Hat das was mit dem Kinderkriegen zu tun? Weil sie ist ja auch Mutter. Eine frische Mutter. Aber ja. Er ist süß, der Kleine. Ich habe ihn zwar noch nicht live gesehen, aber er ist wirklich süß. Also anhand der Fotos kann ich das beurteilen. Na, die Fotos macht man ja immer besonders schön. Ja. Also es hat auf jeden Fall sich vieles entwickelt, stimmlich. Auch, glaube ich, mein Charakter hat sich ein bisschen verändert, weil ich bin etwas bodenständiger geworden. Gut. Ja, ist wichtig. Gut, sehr wichtig sogar. Nicht nur herumflattern, sondern ein bisschen auch Wurzeln irgendwo reinzuschlagen. Und dieses kleine Wicht hat es mir ermöglicht, ja. Und dass Frau Annette Liebinger nicht Österreicherin ist, wird Ihnen ja hoffentlich klar geworden sein, aufgrund eines
sehr minimalen Akzent, den sie auf der Bühne witzigerweise nicht hat. Woher stammst du ursprünglich? Ich komme aus Lettland, aus Riga. Aus Riga, genau. Und wie war der Weg, dass du plötzlich von Riga nach Wien gekommen bist? Ich meine, es ist ja nicht unbedingt so das nächstgelegene. Das Lustigste war, dass ich habe Musikgymnasium abgeschlossen als Sängerin. Ich habe aber sehr viel als junges Mädchen auch im Theater gespielt, also so wirklich schauspielerisch war ich sehr viel unterwegs. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht doch Schauspiel. Habe die Aufnahmeprüfung in Lettland für Schauspiel gemacht, war die erste nach dem Strich, also nicht geklappt. Dann dachte ich mir, vielleicht doch singen. Was war das Erste? Das Schauspiel, also ich habe echt singen, Schauspiel, ein bisschen alles von... Du bist aber eine großartige Schauspielerin, die einfach großartig singt und das ist wichtig. Ich denke deshalb... Oder eine Sängerin, die großartig schauspielt oder wie auch immer. Wie auch immer, also deshalb denke ich mir, dass Operette so gut mir liegt, weil ich einfach von beiden Welten das Beste rausnehmen kann. Ja, aber nicht nur Operette, sondern auch Oper. Susanna zum Beispiel. Ja, also, ja, das weil, stimmt. Weil Susanna in Hochzeit des Figaro, dass, wenn eine Oper schlecht gespielt wird, dann ist es fad. Es ist Ihnen fad, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir fad, es ist jedem fad, der sich das antun muss. Und ich war des Öfteren jetzt auch in letzter Zeit an gewissen Häusern in Wien und ich habe mich großteils nur gelangweilt, weil Schuster bleibt bei deinem Leisten. Es gibt Leute, die es nicht beherrschen, sich richtig einzuordnen, sich selbst einzuordnen. Aber es ist egal. Ich nenne jetzt keine Namen. Frau Liepinia ist es definitiv nicht, denn sie hat sich schön langsam emporgearbeitet. Ich kann mich nur erinnern, deine Anfänge. Und wir hatten das erste Mal gemeinsam ein Konzert gesungen In Baden. In Baden, vis-à-vis, schräg vis-à-vis, im Haus der Musik hieß das, oder? Genau, sowas hieß das. Haus der Musik hieß das, ja. Und sind dort engagiert gewesen und dann waren noch zwei Schülerinnen von mir dabei. Und und dann haben wir, eigentlich das nächste Mal waren wir schon bei der Petra Weber-Schuwarack dann gemeinsam. So ist es. Und lass uns jetzt ein bisschen über deine Vergangenheit, haben wir schon geplaudert, jetzt über deine Zukunftsprojekte. Was ist denn, wo kann man denn, Frau Liepinia, Frau Liepinia, noch sonst bewundern in Zukunft? Also ich habe jetzt im April eine Wiederaufnahme von Paul Hertels Operette, wie hieß das nochmal, Rose des Kaisers. Mm. Es ist ein Vintage-Musical. Ja, ich weiß. Da spiele ich die Hauptrolle und das ist ein total witziges Stück. Also wirklich kommen, anschauen, ich liebe es. Da bin In Mödling. In Mödling? Ja, 26. und 27. April ist es. Schön. Wunderschön, total witzig, eine eben Wiederaufnahme und das ist jetzt im April. Sonst erst im November wieder Paul Hertel, Mozart-Automat, Wiederaufnahme, das ist eine Kammeroper. Mhm. Und das wird dann auch gespielt. Ich habe diesen Sommer leider noch keine Projekte. Also, noch? Also ich bin zur Verfügung, wenn jemand eine tolle Sängerin und Schauspielerin braucht. Und das kann ich Ihnen versichern. Sie kann spielen, sie kann singen und sie ist eine hübsche Person. Das sehen Sie selbst. Hoffentlich. Du hast auch keinen Decker zugenommen, habe ich das Gefühl, also seit dem Buben. Danke, oder das wieder eher abgenommen. Ja, ja. Der Kleine ist mittlerweile schon ein Jahr und drei Monate. Nein, oh Gott, ich war total überrascht. Mhm. Genau, und deshalb die kleine Babypause neigt sich zu Ende. Mhm. Und immer mehr Kapazitäten sind da für neue Projekte. Und deshalb bin ich schon jetzt langsam an... bisschen mehr wieder zu machen. Und darf ich auf ein Projekt noch zu sprechen kommen, was ich auch über dich und von dir im Internet gesehen habe, im Facebook, um genau zu sein, nämlich der Bettelstudent. Ja. Wie war denn das? Oh, großartig. Das war eins meiner ersten Projekte nach dem Baby, ja. So größeren Projekten. Da war ich im Mittelsächsischen Theater engagiert. Da gibt es so eine Sommeroperette am Kriebstein, am See, total schön. Wunderschön. Und da durfte ich die Laura spielen, den Bettelstudenten.
Und das war total witzig, weil ist mein Mann und Baby mitgekommen. Und ich konnte tatsächlich das alles unter einem Hut bringen, weil der Kleine war erst ein halbes Jahr alt. Ja. Und die intensive Probenphase war dann doch anders, als man das normalerweise macht mit dem Baby. Weil dann musste man irgendwie einplanen, wie dann wir das organisieren, dass sich alles ausgeht. Und dann ist es nicht nur alles ausgegangen, es ist sogar großartig aufgegangen, muss ich ja sagen. Ja, es ist wirklich aufgegangen. Wie kam es, dass man dich, natürlich, sie werden nicht blind gewesen sein und auch nicht taub, aber wie kam es denn, dass du die Laura dort gesungen hast überhaupt? Hast du dort vorsingen müssen oder? Genau, ich habe vorgesungen und das war total lustig, weil es ist also wie oft beim Vorsingen, man weiß es ja nie, was da rauskommt. Aber in dem Fall, ich bin nach Döbeln gefahren, was von Wien ein Stückchen weit weg ist. Und dann, mein Kleiner war erst 3 Monate alt und ich habe zum ersten Mal für ein paar Tage allein gelassen. Ich dachte mir, wieso mache ich das jetzt? Und dann gehe ich auf diese Bühne und singe Chardasch, also die Rosalinde. Denke mir, wow, das geht ja eigentlich gut. Der Intendant schaut mich an und er sagt, haben Sie noch Zeit im Sommer? Gleich nach dem Vorsingen. Und ich so, ja. Gerade ein wenig. Ja, und dann weiter so, ja, also ich glaube, da könnte was gehen. Und dann ich so, ja, ich habe ein 3-monatiges Baby. Also ich müsste ihn mitnehmen. Und ja, aber wie wäre das dann mit den Aufpassen? Na, mein Mann könnte auch mitkommen. In Endeffekt sagte er, naja, wir können eine Wohnung zur Verfügung stellen. Und dann war ich so, na dann lassen wir uns reden. Und dann haben wir geredet und tatsächlich ist das zustande gekommen und es war wunderbar. Es war wirklich schön. Es war für meine Seele. Das glaube ich dir. Dass das Essen, die Luft, die ich brauchte und das Wasser in einer Wüste. Ja, genau. Das war's wirklich. Diese Laura, ich habe es ja, wie gesagt, im Facebook einiges gesehen davon und gehört, was du gepostet hast. Ich fand es wirklich großartig und interessant auch, dass du die Rosalinde vorgesungen hast und nicht die Adele. Weil du warst früher mal eine Adele und jetzt bist du aber für mich stimmlich sehr wohl eine Rosalinde. Besser vielleicht sogar noch, als es manch andere waren, die es vielleicht ein bisschen zu früh an der Volksoper gemacht haben oder sonst. Es ist auch schon sehr viele Jahre zurück, dass man dann von einer Peppi und dann plötzlich zu einer Rosalinde geht. Also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben schnell, aber bitte. Aber jetzt haben wir über deine Zukunftsprojekte gesprochen, über deine Vergangenheit gesprochen. Jetzt möchte ich einmal wissen, welche Rollen möchtest du denn unbedingt noch gerne singen? Und bitte, Herr oder Frau Intendant oder Intendantin, bitte zuhören und engagieren. Ja? Und nehme ich sofort. Ja, aber auf der Stelle sofort. Also ich möchte auf jeden Fall ausprobieren, alle Operetten-Divas. Ich denke, die Silva wäre mir auf live geschnitten, weil ich so temperamentvoll bin. Ciao, das fühlst du. Genau. Rosalinde auf kleinen Bühnen geht auf jeden Fall jetzt schon. Für etwas größere Bühnen denke ich mir, ein bisschen noch Zeit brauche ich schon. Weil eben die Stimme ist zwar gewachsen enorm nach dem Kind, aber ich glaube, da braucht man noch ein bisschen Fleisch, ein bisschen vielleicht Jahre für etwas größere Bühnen. Aber die würde ich auf jeden Fall singen. Aber wenn die Oper geht, was für meine Seele schreit, ist die Rusalka. Die ist, ja. Die ist einfach schon, als ich noch Adele war, Rusalka war eine der Rollen, die ich schon dann in der Seele so gefühlt habe, dass ich selbst mit leichteren Stimme überzeugen könnte, dass ich auch eine Rusalka irgendwann einmal werde. Eine Rusalka braucht keine große Stimme, es braucht eine gut sitzende Stimme. Ja, das stimmt auch. Aber es benötigt keine große Stimme. Ich liebe die Rusalka und ich habe sie von den verschiedensten Damen schon gehört und auch von den verschiedensten Stimmlagen schon gehört. Und es hat, wenn sie richtig interpretiert wird, gerade die Arie an dem Mond, dann funktioniert es einfach. Dann ist es einfach gut. Und also die Rusalka, die Rosalinde, warten wir noch ein bisschen, aber die Silva aus der Chartersfürstin,
Wie schaut's aus mit einer lustigen Witwe, mit der Hannah Glavari? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die würde ich sofort. Und auch die Frau von Land des Lächelns. Die Lisa. Die Lisa ist so eine coole Frau, die würde ich mal wirklich gern verkörpern. Ich habe die, ich bin leider schon zu alt dafür, also ich möchte sie jetzt nicht mehr machen, denn alle lachen. Auch der Peter hinter der Kamera lacht. Nein, ich bin jetzt 65 geworden und ich bin froh, wenn ich jetzt nur noch das singen darf, was ich singen will. Und ich weiß auch, ich weiß nicht jeder, aber ich weiß, wofür ich jetzt ein wenig so alt geworden bin. Ich würde gerne mit dir einen Danilo machen, gemacht haben oder gerne auch wie heißt der Tenor in der Rusalka? Nicht der Wassermann, das ist der Bassbariton. Das ist der Papa, der Wassermann. Ah, der Prinz, wie heißt er? Wie heißt der Prinz? Ist es wurscht. Fällt mir nicht ein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich hätte das gerne noch mit dir gesungen. Ich kann mir dich auch sehr, sehr gut vorstellen, auch heute schon als Rosalinde im Eisenstein. Ich habe den Eisenstein sehr oft singen dürfen und hat mir immer große Freude bereitet. Und ja, vielleicht irgendwo, wenigstens auf einer Konzertbühne, werden wir es vielleicht nochmal gemeinsam machen. Würde mich total freuen. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, mit dir wieder zu singen. Aber ich bin jetzt 65 geworden und ich weiß, was ich jetzt noch machen will. Und ich weiß, ganz ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr alles machen werde. Und dass ich auch nicht mehr mit allen Regisseuren zusammenarbeiten werde. Und mit denen ich bislang arbeiten musste. Nicht, weil ich jetzt eine schöne Pension bekomme, ich nenne den Betrag nicht, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich war sogar etwas verwundert darüber, dass ich so viel Geld bekomme. Dabei ist Deutschland noch gar nicht dabei, weil die 2 Jahre Unterschied, das heißt 65, 67 gibt man zuerst von Deutschland her. Und na, ich bin sehr zufrieden. Nein, aber bleiben wir jetzt bei Annette Liebinger. Ach Gott, das ist so... Danilo Varani, ich dürfte mal mit ihm auch auftreten und er hat auch meinen Namen nicht merken können. Und dann hat irgendwann einmal mir erzählt, wie er eine Isisbrücke gebaut hat. Lieb. Wie lieb. Ja. Und wie Pina Colada. Lieb Pina. Aha, okay. Naja. Nein, ich merke mir den Namen so. Ich versuch's wenigstens. Nein, aber deine Zukunftswünsche, also wir haben jetzt die Rosalka gesprochen, aber es gibt doch sicherlich, was ist jetzt mit deiner Susanna? Ich habe die vorhin schon angesprochen. Ja, die auch sehr, sehr gerne. Also Susanna auf jeden Fall. Oder die Gräfin? Die Gräfin vielleicht auch. Und so eine Nedda wäre wirklich was für mich. Eine Nedda ist was Wunderbares. Ja. Also es gibt so vieles und es gibt auch so Sachen wie wirklich eine Traumrolle. Für mich wäre auch eine Maria in West Side Story. Auch wenn ich jetzt blond bin, aber schwarze Haare stehen mir auch total gut. Haben Sie gehört, schwarze Haare stehen mir gut? Wirklich? Ja, ich weiß, ich glaube, hundertprozentig sogar. Also, nein, also ich glaube, ich habe, als ich es am Broadway machen durfte, ich glaube, beide waren blond, ursprünglich. Ach, schau. Und sie hatten beide super Perücken auf, wobei meine... ja, in New York nicht sehen konnte, dass es die Perücken sind. Es waren wirklich ganz, ganz toll. Also mit denen konnte man alles machen, die konnte man zurückbinden und sie konnten sie offen getragen werden. Also ich hatte 3 Marias, also wir waren zu zweit als Toni und 3 Marias gab es. Und das war eine schöne Zeit damals. Aber auch diese Zeit ist vorbei, denn einen Toni im Voice Journal werden Sie nicht mehr von mir erleben. Höchstens auf einer Konzertbühne noch. Also singen kann ich es noch, nachdem ich gesagt habe, ich singe so lange, bis ich meinen ersten Vocaler habe. Und dann höre ich auf der Stelle, weil ich habe keine Lust, irgendwann einmal als ein Sänger dazustehen, der nicht mehr singen kann, der früher mal singen konnte. Und deren gibt es leider sehr, sehr viele. Und ich möchte den Kollegen nur, gerade den Männern auch raten, bitte hört auf, wenn es rechtzeitig ist, hört auf damit. Ja. Es ist nicht mehr sehr schön, es anzuhören, auch wenn man nur spart und so weiter. Es ist einfach nicht mehr sehr schön. Und das wage ich jetzt zu behaupten, das wage ich jetzt auch vor der Kamera zu sagen, weil mir kein Blatt vor den Mund zu nehmen mehr, weil
Es ist mir mittlerweile egal. Und das ist das Schöne. So, aber jetzt möchte ich wieder ganz zurückgehen zu den Anfängen. Also, Lirpinja. Hat das gestimmt? Es hat großartig gestimmt. Die Annette. Deine wirklichen Anfänge, also du bist in Riga zur Volksschule gegangen, ich weiß nicht, wie es dort heißt, also die Volksschule, es ist wahrscheinlich auch so etwas Ähnliches, auch eine vierjährige Volksschule oder was? Ja, genau, aber ich war in einer Kleinstadt in der Volksschule. Ich bin zwar in Riga geboren, aber wir sind dann umgezogen nach einer Kleinstadt, wo ich dann aufgewachsen bin. Und da ging ich schon mit 6 in Musikschule. In Volksschule habe ich auch so ein bisschen diese Balltänze schon gemacht, ein bisschen Volkstänze. Also ich habe schon alles Mögliche als Kleinkind gemacht, weil meine Mama hat gemeint, Annette, du musst belastet sein, damit du irgendwie mit deiner Energie runterkommst. Gut, gute Mama. Genau, und dann habe ich in der Freizeit wir hatten so einen schönen Hof mit vielen Kindern, wo wir zusammen gespielt haben. Und jeden Nachmittag habe ich alle auf Bank gesetzt und gesagt, da, jetzt werde ich singen. Und da habe ich tausendste Sachen vorgesungen. Später, mit 14, habe ich meine erste Rolle in lettischer Staatsoper bekommen. Wow. In Benjamin Brittens Arche Noah, Gossip Girl. Ja, sie ist eine kleine, aber eine schöne Rolle. Total ja. Lustig. Und der Regisseur wollte das so anzubauen, dass er viele Rollen mit jungen Kindern besetzt hat. Und auch der Chor und die Tieren waren Kinderchöre. Und das war meine erste Berührung mit Oper. Und dann dachte ich mir, boah. Als Solistin. Ja. Es ist ja schon was anderes. Im Chor kann man sich immer noch verstecken. Ja. Also viele tun es nicht, aber man kann sich im Chor schon sehr gut verstecken. Aber du hast es nicht getan, weil du gleich als Solistin, aber ich glaube, die Annette braucht das auch gar nicht. Also die Annette will das ja so, genau so machen, weil du bist eine geborene Solistin, für mich immer gewesen. Ich habe mich immer gewundert, es sind in Baden sind viele, die für den Chor ganz prädestiniert sind, die großartig sind. Ich finde Chorgesang so wahnsinnig schwer, ja. Immer die Stimme zurückzunehmen, ja nicht hervorzuspringen, mit seiner eigenen Stimme immer zurückzuhalten, dort in der Höhe, speziell in der Höhe, nicht anzupuschen, sondern, also ich finde es wahnsinnig schwer. Also ja. Ich habe nie Chor gesungen, deshalb finde ich es auch wahnsinnig schwer, aber bitte. Aber was sind deine Zukunftsaufgaben sonst noch? Also außer dass du das, was du schon erwähnt hast, die Engagements, sind sonst irgendwelche Sachen schon fix oder über die du noch nicht zu sprechen wagst oder über die du noch sprechen kannst? Oder? Es gibt jetzt gerade wirklich ein Vakuum, ein bisschen, wo ich so stehe und denke, es ist total lustig, weil es... Ich singe sehr, sehr viel auch in diesen allen Touristenorchestern. Ich bin insgesamt in 5 oder 6 engagiert. Das wow. heißt, ich singe fast jeden Abend. Wow. Also es ist nicht so, dass ich nicht singe. Ich singe wirklich sehr, sehr viel. Aber mir fehlt jetzt eben für meine Seele diese Produktionen. Und jetzt ist gerade ein kleines Vakuum entstanden. Und das Lustige ist dabei, dass so viele Menschen kommen zu mir und sagen, Annette, du musst. Und ich so, ja, ich will ja. Man lässt mich ja nicht. Man lässt mich ja nicht. Oder ich musste jetzt auch ein Projekt im Sommer absagen, aus finanziellen Gründen, weil ich dann doch ein kleines Kind habe und ich dann hier in Wien mit Touristenorchestern mehr verdiene. Und das geht sich einfach finanziell sich nicht aus, etwas anzunehmen, wo ich auf Null rauskomme. Und dann halt entsteht solche Sachen, wo ich denke mir, okay, schauen wir mal. Gibt es da noch einen Raum für was Neues oder nicht? Aber ich weiß, dass meine Stimme und ich selbst bin bereit und ich denke, die richtigen Sachen kommen einfach, wenn sie kommen sollen. Die richtigen Sachen kommen zur rechten Zeit. Also ja. wenn man wirklich daran glaubt. Du, und es ist auch nichts gegen den Tourismus also einzuwenden, wo du da überall singst. Ich habe im Rathauskeller als junger Mann gesungen. Das singe ich auch. Jetzt auch. Schön. Nein, ich habe das...
Du viel Geld verdient dort, also und mit Essen und genau. Mit einer Kollegin auch noch, also das war alles wunderbar, ich das war alles auch wunderschön. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass all deine Wünsche, die sich in, was die Rollen anbelangt, aber auch dein Privatleben, dass sich all deine Wünsche wirklich erfüllen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, nein, denn in dem Beruf glücklich zu sein, bedeutet für mich wenigstens auch privat auch ein gewisses Glück zu haben. Dann kann man auch auf der Bühne glücklich sein. Und dann kann man es auf der Bühne aber auch ausleben. Auch die Traurigkeit kann man ausleben, also auf der Bühne. Und ich freue mich, dich noch in sehr, sehr vielen Rollen auf der Bühne erleben zu dürfen, solange ich hoffentlich noch lange leben werde. Sicher. Und, naja, so sicher ist es nicht, weil wenn man denkt, der David Bronner ist vor kurzem erst mit 58 und ein berühmter Kritiker, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ist mit 57 oder 56 verstorben. Also leider Gottes, aber ich will jetzt nicht weiterhin darauf eingehen, was der Grund vielleicht dafür sein kann, könnte, weil sonst, ich möchte mich nicht unbeliebt machen bei meinen Zuseherinnen und Zuhörerinnen und Zusehern und Zuhörern. Aber ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die richtigen Angebote zur rechten Zeit kommen und sie werden kommen. Und dass du auch schon jetzt sagst, nein, ich habe einen Sohn und der ist dir wichtig. Ich weiß, dass er dir wichtig ist. Ich habe einen Mann, der dir wichtig ist. Und du möchtest einfach, dass es funktioniert. Und wenn ein Engagement im Sommer einfach so wenig Geld einbringt und du dann über irgendwelche Tourismusorchester, wie du sie nennst, oder vielleicht heißen sie auch so, das ist ein mehr Verdienst. Ja, es ist ein Obhut, was ich so zusammenziehe. Es ist super, super Job. Ich liebe es, weil ich kann da wirklich sehr flexibel mit meinem Beruf sein. Eben. Und ich kann jeden Abend singen. Eben. Ich habe an der Kammeroper gesungen, damals noch unter Professor Hans Gaber, und bin dann rüber gerast in den Rathauskeller und habe dort weiter gesungen. Also damals ging das noch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die Wurst hat zwei, aber die Sendung Rendezvous mit René Rumpold hat nur eines, nämlich ein Ende, und an dem sind wir jetzt angelangt. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen meinen heutigen Stargast vorgestellt zu haben, nämlich Frau Annette Lierpinia. Oh Gott, ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen, dass du Zeit gefunden hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke fürs Einladen. Hat mir Freude verbreitet. Oh Gott, Deutsch ist eine schwierige Sprache, aber ich tue mein Bestes. Nein, aber du sprichst ja nämlich auch Russisch, oder? Russisch, Lettisch, Deutsch, Englisch. Wow. Und ein bisschen Italienisch. Also, na bitte. Also ich bedanke mich bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie mir einschalten, wenn es heißt Rendezvous mit René Rumpold, und wir begrüßen Sie nächstens wieder, sehr bald hoffentlich, und ich freue mich auf Sie. Alles Liebe, Baba, Pussy.